Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier nach Darmstadt gekommen sind, um das Plenum Ökomodellregion hier in der Stadt Darmstadt gemeinsam zu begehen. Das Thema ökologische Landwirtschaft ist ja aktueller denn je. Und von daher ist es sehr gut, dass wir uns heute auch dem Thema annehmen, der das Schwerpunktthema ist, der Vermarktung. Tolle Fachleute hier, was uns sehr freut heute, um das Thema auch einfach voranzubringen und später zu diskutieren. Ich denke, Vernetzung ist auch immer wieder ein wichtiger Punkt einfach von diesen Veranstaltungen. Dass man sich kennt, weiß, was der andere macht und auch die Expertise, die Infos nutzen kann in diesem Netzwerk. Vielen Dank, einen interessanten Nachmittag, würde ich sagen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Projektteam, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr und auch nicht ganz uneigennützig, weil es gibt natürlich auch in Bayern, ich bin Neubayer, Ökomodellregion, da tut sich ein bisschen was und so wie sich das hier angeht, sind wir hier schon sehr weit, sehr professionell, sehr organisiert und vernetzt. Und das finde ich sehr interessant. Und es ist ja eben auch wichtig bei allen unterschiedlichen Marktbereichen, dass die Menschen vor Ort die Sache selber in die Hand nehmen, sich vernetzen und zusammenarbeiten. Frau Akdenitz, zu Ihrem Intro, die Nachfrage, der Absatz ist da. Das mag so sein hier in unserer Metropolregion, das ist leider nicht überall so in Deutschland gegeben. Und auch die Initiative der Stadt zur Nachhaltigkeit etc. ist auch vorbildlich, ist auch hoffnungsvoll. Trotzdem, die aktuelle Diskussion ist klar, Verpackungsmüllrekorde in Lebensmitteln oder überhaupt im Handel, ein Artenschwundrekord, den wir auch so noch nie messen konnten. Und letzten Endes auch sowas wie eine Infrastrukturinfarkte. Also es wird ja auch diskutiert, egal ob jetzt digital oder auf der Straße. Richtig gut aufgestellt sind wir derzeit nicht für diese zukunftsfähigen Themen oder Notwendigkeiten. Wir bekommen das mit. Demonstrationen der konventionellen Bauern, die verzweifelt zu sein scheinen, Greenpeace-Zentrale besetzen. Und das, obwohl wir, wie richtig gesagt wurde, ja seit Jahrzehnten die Probleme kennen, die seit Jahrzehnten auch tolle Vorbilder haben, die Alternativen aufzeigen. Und die Dringlichkeit dieser ganzen Thematik wird uns ja vor allen Dingen von unseren jungen Mitmenschen bzw. unseren Kindern am Freitag auf der Straße unter die Nase gehalten. Und ich denke, es wird auf jeden Fall spannend sein und da sind Ökomodellregionen vielleicht ein erster zarter Ansatz, aber wenn wir das Tempo, was wir eigentlich brauchen, um einigermaßen unter 2 Grad zu bleiben und unsere Lebensgrundlagen, die Ökosysteme, wenn wir das noch erreichen wollen, dann sind wir eigentlich alle aufgefordert, doch nochmal ein bisschen in einer anderen Art und Weise für Nachhaltigkeit zu sorgen und Transformationen anzugehen, von denen Bio ja eine ganz sanfte Transformation ist. Biolandwirtschaft ist ja auch noch in vielen Bereichen sehr konventionell, erdölbasiert, Traktoren und so weiter und so fort. Und das ist ein erster Schritt und da sehen wir, wie schwer es uns fällt. Wie bin ich überhaupt zu der ganzen Thematik hier gekommen? Ich habe vor 25 Jahren eine Ausbildung als Landwirt auf Biobetrieben gemacht, wurde damals natürlich in der Berufsschule gedisst und bedacht als Öko. Das ging ja allen so, auch schon den Berufskollegen und Pionieren.
Heutzutage sind die Kollegen wahrscheinlich so verzweifelt, dass die Greenpeace-Zentrale stürmen, wenn sie immer noch bei ihrem viel hilft viel geblieben sind. Und auch das Thema Nachwuchs wurde hier angesprochen, das ist eben sehr wichtig. Und nach all dem, was ich an Erfahrung sammeln durfte, freue ich mich jetzt auch, Lehrer geworden zu sein und die Dinge eben auch dem Nachwuchs mitzugeben. Explizit eben nicht, so wie in Witzenhausen, wo ich promoviert habe, für Landwirte, sondern eben für den nachgelagerten Bereich, für die Themen der Herstellung, des Handels oder auch der Dienstleistung, die ja besonders gefragt sind, ein Gespür dafür zu bekommen, was die Notwendigkeiten in der Landwirtschaft und in der Natur sind. Was habe ich heute vor? Ich möchte kurz einen Blick werfen auf Leistungen, Ziele und die Situation der ökologischen Landwirtschaft jetzt insgesamt in Deutschland, also nicht so sehr auf diese Region hier fokussiert, Entwicklungen und Trends im Markt für Ökolebensmittel aufzeigen und dann nochmal kurz einen Blick auf uns selber werfen, die wir zum Teil als Bürger oder Politiker dafür alles Mögliche sind und viel wählen und auch viel grün wählen. Und wenn wir dann als Konsumenten am Markt gefragt sind, dann fliegen wir doch noch so lange jedes Wochenende irgendwo hin, bis es zu teuer wird oder bis es uns verboten wird. Das ist ja das Spannungsfeld, was wir haben. Und das hat aus meiner Sicht auch einen starken Bezug zu Ökomodellregionen und den Ansätzen, die wir aus der Politik vorgeschlagen bekommen, nämlich, dass wir über die Marktmechanismen, sprich über den Biomarkt, letzten Endes versuchen sollen, die Welt zu retten. Und das hat bisher noch nie geklappt. Wir hatten mal ein FCKW-Problem, Ozonloch. Da gab es auch keine freiwillige Vereinbarung, dass wir jetzt kein FCKW mehr produzieren, sondern das wurde schlichtweg verboten. Und siehe da, das Ozonloch schließt sich wieder. Und siehe da, die Wirtschaft hat hervorragende Alternativen zum FCKW gefunden. Das nur mal so als Sinnbild, wenn wir uns das trauen, auch in anderen Bereichen, in allen Bereichen, diese Veränderungen vorzunehmen und auch mal etwas zu verbieten und nicht dem geizigen Konsumenten es abverlangen, Entscheidungen entsprechend am Markt zu treffen, dann können wir wirklich Schritte vorwärts gehen. Aber solange Politiker sich nicht trauen, Vorschläge zu machen, die jeder Bürger auch so vernünftig findet und wählt, bis auf die, die sagen, geht schon, Hubraum for Future und so, die gibt es natürlich immer. Aber ja, also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Mut. Ich möchte aber natürlich auch, weil wir hier vor allen Dingen Fachleute sind. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen so viel Neues erzählen kann. Der Raum ist gespickt eben auch von Menschen, die sich fachlich sehr gut auskennen. Und ich möchte versuchen, einen kleinen Bezug eben auch zu unseren Arbeitsgruppen, zu den Themen, die wir nachher auch intensiver noch bearbeiten, zu finden. Ja, wo stehen wir heute? Planetary Boundaries und Global Overshoot Day. Sie kennen diese Themen. Wir haben Probleme mit Artenvielfalt, wir haben Probleme mit Phosphor, mit Nitrat etc. und haben hier die Belastungsgrenzen der Erde schon vielfach überschritten. Global Overshoot Day, wir haben dann mittlerweile, glaube ich, im Juli schon unseren Pro-Kopf-Ökosystem-Ressourcenverbrauch verballert in Deutschland und bräuchten also, wenn wir alle so leben würden, hier gut 3 Erden. Momentan geht es noch ganz gut, weil in ein paar Gegenden der Welt die Menschen noch mit einer halben Erde auskommen, wie 0,7 hier in Indien oder 1,7 im Durchschnitt, ist aber doch schon zu viel. Wir haben auch, um den Blick jetzt hier aus der Region in die Welt zu werfen, eben auch Ziele für nachhaltige Entwicklung, die wir bis 2030 erreichen wollen. Und natürlich muss die Umsetzung vor Ort passieren. Und deswegen ist es auch gut, dass wir hier vor Ort uns dafür einsetzen, ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft weiterzuentwickeln. Wir haben das Ganze auch wissenschaftlich ganz gut untersucht. Das Thünen-Institut hat eine Meta-Analyse durchgeführt und zeigt uns hier sehr gut auf, dass im Grunde in allen Bereichen, außer beim Tierwohl, wo es nicht so eindeutig ist, die Landwirtschaft oder die Ökolandwirtschaft signifikant höhere, bessere Nachhaltigkeitsleistungen zu bieten hat und insbesondere die Klima
Anpassung, um mal nach vorne zu schauen, ist hier auch mit abgebildet. Das wird nämlich wichtig sein, weil der Klimawandel ist ja da. Es wurde ja auch schon gesagt, Sommer, Hitzesommer, Wasserthemen etc. pp. Das heißt, auch wenn wir nach vorne schauen, nicht nur am Hier und Heute, dann wird Ökolandbau deutlich besser geeignet sein, um uns zukünftig einigermaßen verlässlich ernähren zu können. Diese Nachhaltigkeitsleistungen sind natürlich ein bisschen komplizierter, damit muss man sich befassen. Hier ein kleiner Kampagnenausschnitt der IFORM EU Group zur Europawahl. Also wenn du liebes Europa, saubere, also liebes Europa ist ja auch schon abstrakt, wer fühlt sich angesprochen, saubere Luft und sauberes Wasser willst, dann wähle Öko, weil so und so viel weniger. Und was ich ganz schön finde dann an dieser Art von Kampagne, das hier kann man jetzt nicht lesen, dass dann dort die wissenschaftlichen Quellen angegeben wurden, also nicht einfach Behauptungen in den Raum gestellt werden, das machen andere ja permanent. Biodiversität, dasselbe. Ganz schön finde ich dann so einen Ansatz wie hier aus Österreich von Ja Natürlich, wo es eben, naja, wen haut das vom Hocker? Aber hier so ein YouTube-Video, peppig aufgemacht, da interessieren sich dann vielleicht auch Kinder, wenn das in dem Film gezeigt wird. Oder Bodenfruchtbarkeit, diese Thematik, für uns alle vielleicht klar etc., aber ob der normale Verbraucher jetzt daran hängen bleibt, in dem Information Overload, das wir alle haben, das ist die Frage. Und auch hier kann vielleicht so ein peppiges Video mit immerhin einer Viertel oder einer halben Million Klicks eventuell mehr in der Kommunikation leisten. Das machen die großen Handelsunternehmen, die eben diese Marketing-Power auch haben. Ich sage mal hier immerhin für das gute in Anführungszeichen eingesetzt. Ja, was kann Ökolandbau hier ganz grob? Ziemlich viel. Gesundheit, Wohlergehen, sauberes Wasser, menschenwürdige Arbeit, nachhaltiger Konsum und Produktion, Leben an Land, Leben unter Wasser. Hier kann Ökolandbau gute Beiträge leisten. Und das wurde so eben auch ja, mal herausgearbeitet. Ich denke, es kann aber auch noch mehr, wenn es um das Thema Entwicklungszusammenarbeit geht und hier eben auch für die Ernährung der Bevölkerung in den entsprechenden Ländern gesorgt werden kann durch Ökolandbau vor Ort. Was sind die Ziele? Wir haben Ziele in Deutschland. Wir wissen nur dummerweise, da sind meine Studierenden dann immer ganz fertig, wenn ich in der nachhaltigen Unternehmensführung sage, das sind unsere Ziele für 2020 gewesen und leider haben wir alle Ziele verfehlt. Wie soll ich das jungen Leuten, ja, das ist absichtlich, wie soll ich das jungen Leuten beibringen? Macht mal eure Hausaufgaben, geht zur Schule, es gibt Ziele, macht Abitur, macht gute Noten, ihr sollt das und das wissen und können. Wir zeigen euch erstmal in der Gesamtgesellschaft, dass die Themen, die euch unter den Nägeln brennen, weil ihr Sorgen über eure Zukunft habt, dass wir hier keine Ziele erreichen. Alle zusammen nicht. Fail, 6 setzen. Das ist jetzt nicht sonderlich vorbildlich. Ja, Zukunftsstrategie ökologischer Landbau der Bundesregierung vom ehemaligen Landwirtschaftsminister ist dann natürlich für die neue nicht so peppig, wenn es nicht neu entwickelt ist. Es gibt eine Strategie, es gibt Handlungsfelder, es gibt auch eine Roadmap. Ne? Übernächste Woche wird sich die Öko-Community wieder treffen, ich glaube sogar hier in Hessen, und besprechen, wie es denn weitergehen kann. Das heißt, diese Strategie von vor 5 Jahren oder wann das war, die hat so ein bisschen vor sich hin gedümpelt. Es wird natürlich wie davor auch über das Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft weitergearbeitet. Wir haben auch Ziele, nicht nur im Bund, mittlerweile sind die 20% auf 2030 verschoben, einfach mal 10 Jahre länger, werden wir auch brauchen, wenn es so weitergeht, beziehungsweise wenn es so weitergeht, werden wir auch die nicht schaffen. In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sind die Länder ambitionierter. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht so ganz genau, das blieb mir Hessen, ich weiß nicht, kann jemand das offiziell mal sagen, was ist hier das Ziel? 25, okay, habe ich ein bisschen hoch gegriffen, aber vielleicht ist es ja realistischer, von dem her gar nicht so verkehrt. Also ich denke mal, dass diese 3 Bundesländer hier besonders ambitioniert nach vorne gegangen sind, die beiden oberen allerdings nicht freiwillig, sondern durch die entsprechenden Volksbegehren musste quasi ein Herr Söder erstmal ein Bienenfreund werden oder ein Herr Kretschmann
dann auch schauen, dass, auch selbst die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft nicht zu sehr ausgebremst wird durch entsprechende Volksbegehren. Ja, was haben wir für Maßnahmen nochmal zusammengefasst, um diese Ziele zu erreichen? Wir haben diese besagte Zukunftsstrategie, wo wir wahrscheinlich übernächste Woche mehr zu wissen. Wir haben Ökomodellregionen, wir haben Ausbau der Beratung in der Landwirtschaft. Wir haben hier und da vielleicht schon Vorgaben zu einer Erhöhung des Bio-Lebensmittelanteils in der Gemeinschaftsverpflegung. Und wir haben hier und da sanfte Kommunikationsmaßnahmen. Und die Frage ist, ob das greift, um die Ziele zu erreichen. Ich glaube, man darf ein bisschen skeptisch sein. Wir haben uns trotzdem prima entwickelt, auch mit mehr oder weniger dieser Maßnahmen, haben gut 10% Öko in Deutschland erreicht. Wir sehen auch hier jetzt mal nach Bundesländern aufgeteilt, dass wir in Hessen ganz weit vorne sind. Das ist auch schon ein bisschen älter hier, diese schöne Darstellung. Und wir sind ja mittlerweile noch weiter. Es wächst also stetig und auch jährlich. Aber selbst diese Wachstumsraten fortgeschrieben werden nicht ausreichend, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben die Besonderheit hier in Deutschland, mehrere Anbauverbände zu haben, hier die mit den stärksten Verbandsmarken, sage ich mal. Das ist interessant und wichtig, wenn ich bestimmte Öko-Markenprogramme, Handelsmarkenprogramme mit diesen Verbandsmarken kombinieren will. Einige von Ihnen kennen diese Themen. Und dann also versucht eben nochmal bestimmte Qualitäten wie Bioland, Naturland, Demeter mit in einem Programm zu nutzen, um eine Bioqualität nach, sagen wir mal, höherem Standard anbieten zu können. Wir haben aber immer noch sehr hohe Importanteile und es tut sich einiges, das ist jetzt auch nicht mehr top aktuell im Sojabereich, überhaupt im Eiweißbereich tut sich einiges bei uns, da hilft der Klimawandel natürlich auch, um Soja anzubauen. Etc. Aber es gibt dann auch Themen wie Butter, Möhren, Milch, Weizen, Kartoffeln, Schweinefleisch, Äpfel, Joghurt, wo wir, glaube ich, bei uns auch ganz gut aufgestellt sind, sowas zu machen und gute Voraussetzungen haben. Das, gerade wenn es um die regionale Vermarktung geht, so wie hier in der Ökomodellregion oder in Südhessen, dann gibt es durchaus noch Potenziale, auch das Bio noch stärker zu regionalisieren. Das sind dann insbesondere die Fragen der Vermarktung. Und wir leben nun mal in einer globalisierten Handelswelt und werden selbst wenn man mit über 100% Biomilch versorgt sind, werden wir immer noch ein bisschen Export und Import haben. Ich glaube, das ist normal, aber diese Größenordnung, da liegt noch Potenzial, das Ganze stärker regional und heimisch zu positionieren. Wie sieht es mit der Umstellungsbereitschaft aus in der Landwirtschaft? Also meine größte Sorge ist das nicht. Ich glaube, dass Landwirte zur Umstellung bereit sind. Wir sehen hier im eher südlichen liegen wir da bei knapp 20 oder lagen wir bei knapp 20% Anfang des Jahres. Da ist also Potenzial da. Es gibt aber Themen, die Landwirte haben. Und das sind zum einen die Preise und das sind vor allem die Sicherheiten im Absatz. Das hat stark zugenommen. Die Bedarfe nach Sicherheit und nach einem entsprechenden Preis, um die Investitionen zu tätigen, die eine Umstellung auf Bio einfach mit sich bringen. Sie kennen das Thema, zwei, drei Jahre erstmal keine Bio-Preise, aber die Bio-Kosten zu haben, das ist eine große Investition für jeden Betrieb. Wir haben, wie sieht die Situation aus, wie ist die Stimmung? Milchmarkt ist voll, es gibt Wartelisten, aber Lidl auch sehr wichtig für die Biolandmolkerei, um wieder mehr Landwirte aufnehmen zu können. Lidl hat durch ordentliche Kommunikationskampagnen zig Millionen in Werbung investiert und schon konnten sie ihren Bio-Absatz bei den eigenen Kunden um 30% steigern, sprich die Kundschaft von Lidl mit der Sprache von Lidl anzusprechen, da Bio reinzupacken, das hilft, das funktioniert. Das sind Mechanismen, Werbung funktioniert. Aber halt am Markt und nicht, wenn eine Regierung Plakate aufhängt, irgendwie an der Bushaltestelle. Ich glaube, da passiert nicht so viel, aber wenn Lidl mit Videos, mit einer richtigen Kampagne was macht, dann passiert da richtig was. Ja,
die Umstellung fordert auch die Organisation heraus. Die Beraterkollegen wissen gar nicht mehr, wo sie morgens anfangen sollen und wann sie überhaupt abends aufhören können vor lauter Nachfrage. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Unsere bestehende Infrastruktur, wir haben es jetzt gerade mit der Ausbau der Digitalisierung, mit Infrastrukturbau und so weiter und so fort, die Zuständigen bei den Behörden etc., die kommen können das gar nicht umsetzen. Ja? Das heißt, selbst wenn das Geld zur Verfügung steht, dann gibt es nicht die Struktur, die das planen und umsetzen staatlicher Seite. Und da kann ich nur appellieren, sowas wie Ökomodellregion, was ja genau diese Mitarbeiter, die das umsetzen nachher, das sind ja genau die, die diese Infrastruktur, die diese Planung, Vernetzung und so weiter dann auch organisieren. Also diese Menschen braucht man, die das jetzt nach vorne bringen. Ja? Und dann ist es auch kein Geld, wenn ich nachher jemanden habe, der das macht. Umstellungsware tangiert den Ökofuttermarkt und wir müssen eben immer zeitversetzt mit den Wellen rechnen, wenn nach 2-3 Jahren dann bei umgestellten Betrieben das Ganze auf den Markt kommt. Das wurde jetzt auch bei den Ökomarketing-Tagen von psychologischer Kriegsführung im Öko-Getreidemarkt gesprochen. Das Brot ist voll, Ängste der bestehenden Biolandwirte sind da. Da helfen Regionalprogramme, um strategisch eben auch abzusichern den Absatz, dass eben nicht billigere, beispielsweise osteuropäische Bioware dann die deutsche verdrängen kann. Deshalb macht es Sinn, mit dem Handel heimische regionale Sortimente aufzubauen. Und wir haben eben die große Herausforderung, selbst wenn jetzt viele umstellen, dass die Nachfrage parallel entwickelt wird und wir nicht die gleichen Fehler machen, wie in der Vergangenheit im konventionellen, sprich Milchseen, Butterberge etc. pp. Dieser permanente Preisverfall an den Agrarrohstoffen kam ja nur daher, dass die Europäische Union Menge gefördert hat und nicht beispielsweise ökologische Leistung. Dadurch haben wir im Grunde permanent die Landwirte zum Aufgeben gezwungen. Ja, weil wir brauchen gar nicht so viel Milch, Getreide, Fleisch etc., wie dort immer angebaut wurde. Keiner konnte es bezahlen, Preise gehen in den Keller, Angebot, Nachfrage, das kennt jeder. Ja, also das Wichtigste ist jetzt, dass wir Konsumenten auf Bio umgestellt bekommen, solange wir das Ganze über Marktmechanismen regeln müssen, solange es staatlicher Seite keine anderen Regelungen zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gibt. Kommen wir zum Markt. Nichts ist erfolgreicher als Bio. Das ist natürlich sehr wichtig für die großen Handelsunternehmen. Bio-Kunden sind immer wertvoller als andere Kunden rein statistisch. Die haben höhere Bon-Werte. Die kaufen höherpreisige und wertigere Lebensmittel ein. Das schlägt sich direkt auf meinen Umsatz und meinen Gewinn aus. Deshalb ist es auf jeden Fall eine ganz feine Sache, egal was ich davon halte. Wie sieht die Situation aus? Wie hat sich das alles entwickelt? Früher war nur Direktvermarktung möglich, dann eben auch schon verbunden mit Abokisten, Naturkosthandel, dann die Entwicklung vom Verkäufer zum Käufermarkt, Angebots- zum Nachfragemarkt. Der Markt hat gezogen, ja, aber wurde maßgeblich dann auch vom Ausland bedient in Deutschland, weil es noch nicht attraktiv genug war zum Umstellen. Dadurch wurde es aber dann irgendwann eben möglich, dass der LEH eingestiegen ist vor roundabout 20 Jahren. Es mittlerweile eine flächendeckende Versorgung von Bio gibt. Es gibt keinen Händler mehr in Deutschland, der nicht eine eigene Bio-Handelsmarke hat und nicht alle Eckartikel, die ich in Bio brauche, wünsche, auch im Preiseinstiegssegment anbietet. Das sind meistens nicht sonderlich regionale Bioprodukte. Es gibt erfolgreiche Beispiele von Bio in der Außerhausverpflegung. Es gibt aber auch sehr viele erfolglose bzw. Es gibt Leuchttürme und ansonsten gibt es sehr, sehr viele Graubereiche, wo nicht so viel leuchtet in dem Bereich. Sehr spezielle Geschichte werden wir heute auch bearbeiten. Dann die zunehmende Filialisierung und sogenannte Konventionalisierung der Bio-Supermärkte. Und eben dann in diesen Nischen, die dann entstehen, wenn große immer größer werden, eben auch alternative Vermarktungskonzepte, wo man merkt, es geht um Beziehungen, es geht um den Hintergrund, die Menschen wollen wissen, was Phase ist, was der Hintergrund ist, Crowd, so wie es Crowdfunding gibt, dann eben auch Crowd-Einkauf eines ganzen Tiers, from nose to tail, Solidarität, solidarische Landwirtschaft und die Do-it-yourself-Trends
wo die Menschen einfach selber wieder ein Stück weit mehr Verbindung möchten zur Landwirtschaft. Ja, wir leben allerdings in einer Struktur jetzt jenseits des Kleinens, wo wir eben zu 40% unsere Bedarfe im Discounter decken und so weiter, geht es dann so, dass natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Bedarfe an den sonstigen abgedeckt wird. Und das gilt natürlich auch für den Bio-Bereich. Nur dass wir wissen, wo wir sind und wie wichtig es auch ist, dass Bio-Lebensmittel auch in den großen Strukturen vermarktet werden. Wenn ich in der Fläche Öko will, muss ich heutzutage einfach über einen Discounter und LEH vermarkten. Andere Vermarktungswege gibt es nicht. Von den führenden Unternehmen haben es immerhin schon 1, 2, 3 geschafft, in die Top 25 oder was das hier ist zu kommen. Also Bendel mit 1,3 Milliarden Umsatz als reiner Bio-Akteur ist hier schon dabei. Tegut, die ja auch zu gut 25% Bio-Umsatz machen, sind mit dabei. Kleiner als Dendray, interessant, und dann eben Alnatura hier. Wie gesagt, das sind Zahlen von 2018, und Alnatura peilt wohl. Wir haben einen großen Sprung gemacht, da werden jetzt gerade Franchise-Konzepte diskutiert, eben auch schon langsam die Milliarde an. Insgesamt aber der Klassiker in Deutschland, LEH-Umsatz, Naturkostfachhandel und dann eben sonstige oder auch ja, Direktvermarktungsformen außer großen Hofläden mit dabei sind. Und in diesem Segment spielen sich eben doch sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten ab. So sieht das Ganze dann aus. Jeder hat eine eigene Biohandelsmarke, arbeitet mit Verbänden zusammen oder nicht, hat einen regionaleren Fokus oder nicht. Die Bio-Supermärkte konzentrieren sich eben auch zunehmend, hier mal Zahlen von 2017, die schon längst überholt sind. Das zu sehen, auch hier wird ein Großteil eben mittlerweile von den großen Playern organisiert, die auch selber ihre Preiseinstiegs-Bio-Handelsmarken haben. Und das heißt, wenn wir Wertschöpfungsketten aufbauen, wenn wir Bio nach vorne bringen wollen in der Region, und haben ja auch größere Betriebe, sind wir ja eigentlich immer darauf angewiesen, in diese großen Strukturen zu liefern. Zu den Kunden ist klar, dass die Intensivkäufer sich vor allen Dingen in Bio-Supermärkten bedienen, aber wir sehen auch, dass in anderen Verkaufstypen Intensivkäufer, aber auch Medien- und Leitkäufer zu finden sind. Und all das sind natürlich Potenziale, wo ich Kunden noch zu intensiverem Ökokonsum bewegen kann. Interessant ist auch, dass 25% der Neueinführungen im Lebensmittelmarkt Ökoprodukte sind, bei einem Umsatzanteil von 5 bis 10%, 5 bis 6%. Also wir haben 10% Landwirtschaft Bio, aber wir haben noch nicht ganz 6% Umsatzanteil von Bio-Lebensmitteln im Handel. Das muss man eben auch sehen. Also wir sehen, da tut sich was, da ist Dynamik drin. Kommen wir noch kurz zu anderen Formaten, die auch hier und heute eine Rolle spielen. Außer Hausmarkt ist insgesamt ein Wachstumssegment, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt tolle Vollumgestellte, die mehr als 90% machen. Dann eben die ganzen unterschiedlichen Lösungen. Es gibt eine große Dunkelziffer in der Gastronomie, die auch ohne Biozertifikat arbeiten. Da ist Berlin so ein ganz besonderes Beispiel, weil da die Behörden überhaupt nicht hinterherkommen. Und da kann sich jeder ein Bio-Bapperl ins Fenster auf die Speisekarte kleben. Nach Schätzungen von Herrn Röhl, der da Experte ist, haben wir eben noch lange nicht die 10% Biomarktanteil erreicht. Im konventionellen Lebensmittelbereich liegen wir bei ca. 30% im Außerhausmarkt, weil wir ja alle zunehmend außer Haus arbeiten. Und es gibt hier eben auch schon Strukturen, die sich entwickelt haben. Hier habe ich mal ein paar beispielhaft aufgeführt, die das Ganze bedienen. Kommen wir zur Direktvermarktung. Enge Definition ist klar, direkt beim Produzenten sozusagen, aber auch erweitert finden wir auch vielfach Formen, dass Direktvermarkter dann noch von Kollegen etwas mitvermarkten. Wir haben diese unterschiedlichsten, auch historischen Ausprägungen, Formen, wir haben unterschiedliche Ansätze, wie solidarische, gemeinschaftliche Landwirtschaft, Fleischpakete, Gemüse, Selbsternte, Patenschaften für Tiere oder Orangenbäume auf Plantagen in Spanien oder Marokko. Und wir haben eben diese Treiber
die Sehnsüchte der Menschen, die Bedürfnisse, die da sind, teilzuhaben, mitzumachen, etwas zu erleben, eine Beziehung aufzubauen, auch Verantwortung zu übernehmen und bestimmte Arten der Lebensmittelerzeugung zu unterstützen und daran teilzuhaben. Das sind Beispiele wie die Ackerhelden, relativ kommerziell, aber die machen das recht erfolgreich für junge Generationen, wo die Menschen wieder selber Biogärtnern können. Wir haben meine Kuh und wir kaufen eine Kuh.de, gibt es unterschiedlichste Ansätze, also das sind jetzt nur Beispiele, da tut sich gerade sehr viel, wo ein Fleischpaket dann verschickt wird, wenn die ganze Kuh quasi grün ist und alles verkauft wurde. Oder auch, dass sich Erzeuger- und Verbrauchergenossenschaften bilden und das in einem relativ hippen Stil, sage ich mal, wo sich junge Leute auch über soziale Medien dann eben angesprochen fühlen. Oder hier sehr schön, dass ein Landwirt dann eben auch einen Online-Shop aufmacht, Kunden, die diesen Artikel kaufen, auch diese verarbeiteten Produkte. Es ist einfach schön zu sehen, was sich dann die Akteure einfallen lassen. Ja, am Beispiel Bioland vielleicht noch ganz kurz nur, eben auch im Rahmen meiner Tätigkeit haben wir mal überlegt, wie machen wir das. Wir haben so viele unterschiedliche Player, die einen beliefern die Discounter, die anderen sind Direktvermarkter, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Das hat ja alles seine Berechtigung. Ja, die Menschen sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, haben unterschiedliche Bedarfe, die einen wollen auf den Hof, die anderen wollen nur soziale Medien etc. Und dann kann man eben mal gucken, Produktvielfalt und Biolandqualität ist beim Direktvermarkter eventuell am höchsten und im Discounter natürlich kaum gegeben und so weiter. Dann habe ich medial hier aber ganz andere Möglichkeiten. Hier tausche ich mich natürlich in echt aus, hier ist das alles virtuell. Das Bioland-Leitbild mit den 7 Prinzipien wird hier natürlich hervorragend gelebt und hier steht es irgendwo ein bisschen weiter weg, auf den Höfen vielleicht noch, in der Lidl-Filiale vielleicht nicht mehr so ganz. Aber das eine tun, ohne das andere auszuschließen, ich denke, wir brauchen immer vielfältige Lösungen, solange der Weg klar ist. Noch kurz zum Abschluss, ich überziehe wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen, noch mal kurz auf uns Konsumenten und Bürger geschaut, die Diskrepanz, die wir kennen. Ich habe genau dazu in Ritzenhausen promoviert, über die Diskrepanz zwischen den Einstellungen und dem Verhalten. Auf Basis von GfK-Panel-Daten sehen wir, dass 35% der Menschen Bio-Eier kaufen. Wenn ich sie frage, sind es 85 und so kann ich das dann durchdeklinieren. Und das zeigt uns einfach, dass wir ein Problem haben. Und das wird auch hier zum Beispiel bei Utopia relativ aktuell nochmal diskutiert, wieso wir Bio wollen, aber billig kaufen. Das ist unser Problem als Konsument, der wir ja als Bürger wirklich eine intakte Umwelt brauchen. Wenn wir aber kaufen müssen, machen wir das nicht. Das Ganze bringt dann so einen Buchtitel eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass wir ja so ein bisschen schizophren unterwegs sind, wenn es um das Wirtschaften geht, in Verbindung zu unserer Ratio. Und auch wenn wir die Leute befragen, ja, dann wollen dann 70% in unverpackten Läden einkaufen, springen auf Upcycling auf, wenn die befragt werden, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist, klingt aber gut, besuchen Repair-Cafés bei den Coffee-to-go-Becher tut sich immerhin was, dass 41% der Leute bereit sind zu containern, falls sie wissen, was das ist, also illegal hinter Supermärkten die Lebensmittel holen, auch verwegen, aber das zeigt uns einfach, wie viel wir auf Befragungen geben können. Oder hier Auswirkungen einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland 2016, da war das alles noch nicht so scharf, es gab noch nicht diesen Hitzesommer, es gab keine Fridays for Future. Und trotzdem stimmen die Menschen zu großen Teilen zu, dass wir mehr Gesundheit haben, Lebensqualität steigt, die Verbindung zur Natur, die Wirtschaft sich mehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Allein, dass man sowas schon sagt, also die Wirtschaft ist ja zur Bedürfnisbefriedigung, tauschen wir uns aus, haushalten sinnvoll etc. pp. Natürlich ist es kein Selbstzweck, aber so weit entfremdet sind wir wohl teilweise schon. Ja, um das nochmal zu versuchen, zusammenzufassen auf meiner letzten Folie. Die Bürgerin und die Demokratin wägt ab, begründet,
berücksichtigt nicht nur die eigenen, sondern auch die kollektiven Aspekte. Es gilt, glaube ich, dann auch so ein Stück weit für jeden von uns. Wir sind natürlich hier auch eine Bildungselite, die hier sitzt. Das muss uns bitte klar sein. Da weisen mich die Studierenden auch gerne darauf hin, dass in gewisser Weise der Kantsche Imperativ auch gilt. Tue einem anderen nicht, was du selber nicht willst, etc. Und dass wir das Ganze über eine Mehrheitsentscheidung hinbekommen, nicht über einen individuellen Kaufakt. Dann gibt es die Maßnahmen, Regulierung, Verbote, Förderung. Förderung gibt es schon, Regulierung hat nie geklappt. Ja? Also Düngeverordnung, wer sich da auskennt, das ist ein politisches Desaster ohne Ende. Keiner, also das ist schon längst entschieden, ja? Aber es wird dann eben nicht umgesetzt. Und da ist eben die Frage, wie schaffen wir es politisch, Prioritäten zu setzen, auch unsere Ressourcen zu bepreisen, dass es einen Wert hat, einen Preis bekommt, dass wir sauberes Wasser, Artenvielfalt, Bodenaufbau haben. Und als Konsumentin und Marktakteurin habe ich eben vor allem meine individuellen Bedürfnisse, ich bin emotional getrieben, gerade wenn es um die ganze Werbung und Kommunikation geht. Es geht bei mir um Gewinn, um Verlust. Ein Gewinn für mich gibt mir im Belohnungszentrum entsprechende körpereigene Botenstoffe. Ein Verlust geht ins Schmerzzentrum, wenn der Preis hoch ist, tut mir das weh. Wenn ich ein Schnäppchen mache, kriege ich eine Belohnung, Jäger und Sammler etc. Das ist auch alles nachgewiesen. Und dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren, ist nicht irgendwie ausgedacht, sondern mittlerweile jetzt in Neuromarketing, Marktforschungsgeschichten, alles schon sehr gut untersucht, was da abläuft. Diese Geistesgeil-Geschichte, die funktioniert nicht ohne Grund, sondern durch körpereigene Botenstoffe, die ausgelöst werden. Das heißt, wir sind vor allen Dingen irrational unterwegs. Es zeigt sich die große Ambiguität, die wir alle haben. Wir sind alle ein bisschen gut, aber auch ein bisschen nicht so gut. Und das läuft am Markt. Ja? Aber in der Politik brauchen wir, glaube ich, aus meiner Sicht da klarere Leitlinien. Und die Frage ist, ob wir es schaffen, als Bürger die Ressourcen und die Werte zu bepreisen, die wir nachher als Konsument bezahlen müssen, weil wir die Ökosysteme und unsere Lebensgrundlagen halt nicht dumpen können. Oder das machen wir ja die ganze Zeit, aber wir sehen, was bald umkommt. Wir sollten also versuchen, auch hier im Kleinen heute bei uns anzufangen und engagiert eben die Umsetzung und bitte die mutige und kraftvolle Umsetzung in der Ökomodellregion oder mehreren gleich mit Vernetzten zu gehen und das als ersten Schritt zu sehen, bitte. Aber wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Power. Vielen Dank. Ich freue mich auch auf unseren Workshop. Ich werde die Direktvermarktung moderieren. Das war auch mein Job als Lehrling auf Biobetrieben, hat mich die Vermarktung sehr interessiert, weil ökologische Landwirtschaft ist schon eine Herausforderung, kann man aber echt gut machen, funktioniert gut, zeigen viele. Das Problem sind immer wir Menschen und die Märkte. Vielen Dank.